Oh mein Gott, Triple Reds oder was? Was? Hä, warum trifft er mich mit dem Feuer, obwohl ich... Was? Was trifft mich denn da, hä? Gut, schon mal Stern auf 2. Ah, perfekt. Jo Leute, heute wieder eine neue Folge von Road to 100k. Und in dieser Folge haben wir gerade mal eine gute Stunde gespielt und es ist so viel verrücktes Zeug passiert, aber seht gleich selbst. Zuvor kommen wir nochmal kurz zum Punktestand, der ist nämlich bei 38.567 Punkten. Und mal schauen, wie weit wir unseren Punktestand heute ausbauen können und viel Spaß mit der Folge. Deiner hat auch ein Spitzer-Kombo. Ist ja auch eine Coin. Verarsche. Aber ich bin eins. Let's go. So, wollen wir mal gucken, wie lange wir es auf eins halten können, weil ich denke, es kommt eine Blue oder der hinter mir attackiert mich komplett. Auf ehrenlos, natürlich. Obwohl, der ist weg. Aber wahrscheinlich zieht er jetzt eh drei rote. Macht mich komplett weg. Ah, ich hätte gerne noch den Stun zum Schluss bekommen. Und jetzt hätte ich auch nochmal gerne eine Protection bekommen. Ah, es kommt eine Blue. Aber die hittet mich, glaube ich, bei den Rams. Genau. Ah, aber mich hittet auch das. Oh mein Gott, wie viele Reds hat der? Ah, ich bin immer noch eins. Aber leider jetzt unten. Heißt, ich kriege keine Protection wahrscheinlich mehr. Ja, ich bekomme wieder eine Coin. Und wenn der jetzt noch irgendwas hat, bin ich RIP. Aber sonst bin ich eins. Wenn er nichts mehr hat. Es kommt noch eine Blue. What? Aber er hat nichts mehr. Beziehungsweise rift die Red so spät. Holy shit. Drück mal eins. Let's go. Erste Runde. So kann's gehen. Oh mein Gott, das ist gespiegelt. Perfekt. Ja, aber ich bin nicht der Einzige, der es verkackt hat. Ich bin nicht der Einzige, der es verkackt hat. Aber das Feld von hinten aufräumen, ist die Devise. Oh mein Gott, dass er mich nicht trifft. Mal gut. Ja. Alles in Ordnung. Alles in Butter. Dann rally ich den gleich mal. Ich gehe mal auf Double Reds. Ah, das war shit. Ich habe auch Double Reds, aber ich werde selbst geraddet. Der Franzose wieder auf 1. Oh mein Gott, wo haben sie so viele Reds? Oh mein Gott, das wollte ich nicht. Ja, ich krieg den nicht mehr. Obwohl, vielleicht noch, wenn ich jetzt hier noch irgendwie was Nices bekomme. Ich muss halt hier... It was at this moment that he knew. He fucked up. Ich bekomme nur einen Pilz, ja. Danke. Pilz und Münze, ja. Leute, wir müssen den Franzosen vorne rausnehmen. Das hat Priorität. Perfekt. Ey, ihr macht das schon vorne. Ich gehe mal hier mit einem Stern rein. Hab dann die drei Pilze. Und die haben alle Reds. Dann wollen wir mal gucken, ob ich den Cut noch kann. Ah, ich sollte ihn hinkriegen. Oh mein Gott, ich habe eine gute Kombo. Jetzt kommt auch noch eine Blue. Ich habe richtig gute Items, wenn kein Schock kommt. 2 seconds later. Oh mein Gott, wenn kein Schock kommt. Und der kommt genau, wenn ich den Cut nehmen möchte. Hallo. Was ist das für ein Betrug? Na komm. Bleib mal weg mit dir. Oh mein Gott, Triple Reds oder was? Nee. War doch Triple Reds. Perfekt. Hä? Achso, der hatte nochmal... Er hatte doppelt Triple Reds? Okay, ich werde komplett durchgereicht wieder. Das ist... ja, also ja. Ein paar Reds zu viel, aber ja. Passiert, ne? Das ist echt, muss ich sagen. Wie soll man das callen? Oh, warte. Telefon. Ja? Ja? Die Betrugshotline ist da, so. Ach so, ja. Kompletter Betrug. Ach so, soll ich es nennen. Okay, danke. So, wer ist denn jetzt hier? 11. Kommt mal her. Und der heutige Luck Award geht tatsächlich an Fabienne. Herzlichen Glückwunsch. Und wenn ihr gerne auch so viel Luck haben möchtet wie Fabienne, dann lasst doch gerne ein Like auf dieses Video da. Denn das erhöht nicht nur eure Luck-Chancen, sondern unterstützt auch gleichzeitig den Kanal. Ich habe mir das Telefon nicht nur für den einen Joke geholt, also... Warte, es klingelt nochmal. Die Begging-Hotline, ach so. Ach so. Ist jetzt Becken, okay, machen wir. Die Begging-Hotline war noch kurz am Start. Komm, jetzt kommt der Schock. Jetzt kommt der Schock. Oh, jetzt werden mir die Pilze geklaut, perfekt. Und der hat Feuer. Und da kommt eine Blue und es kommt eine Red auf mich, die ich nicht sehe. Aber ich bekomme mal Schwums. Oh mein Gott, da liegt eine Bombe. Was? Hä, warum trifft er mich mit dem Feuer, obwohl ich... Oh mein Gott. Ja, nochmal hier ein Backspam. Für euch. Jetzt kommt in der Red, was sage ich schon. Ich meine Blue. Bonjour. Kommt der jetzt her, der Franzose?
Oh, ich hätte die so schöne wegnehmen können mit den Items. Hätte mich richtig gefreut, ja. Und dann kommt der Blitz. Oh mein Gott, ich bin ausgebumpt worden. Ja. Achso, ich dachte hier, Maurice bleibt stehen, um mich zu redden, aber er bleibt wegen der Blues stehen. Das macht Sinn. Oh, warum werde ich immer hier geredet? Und den ich auch irgendwie alle abbrich, perfekt. Ich krieg noch keine Schums. Ah, belastend. Und nochmal eine Bombe legen auf Abfuck. Ich hab immer noch eine Coin, ne? Ah, mir wird die Bill geghostet, Mann. Krieg ich jetzt noch ein Item? Ich glaube, ich krieg kein Item mehr, ne? Oder doch, ich krieg noch ein Item, oder? Lass mich bitte davor raus. Ah, danke für nix. Ich wollte eigentlich den Pilz einsetzen. Von der 8. Ah, da habe ich den ein bisschen zerstört. Oh mein Gott, ja. Kommen hier einfach zu viele rote Panzer auf mich. Es kommt noch einer. Wie viele kommen denn noch? Oh mein Gott, ey. So. Ich wäre noch Erster geworden, wäre ich nicht in die Banane reingefahren. Was ist da los, hä? Wo kommt der her? Was ist das? Warum leckt der so krass? Kommt der Japaner hier rein? Der leckt da wie sonst was. Perfekt, und der greent mich weg. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier machen. An der Situation. Erstmal den Franzosen rausholen. Sorry, Maurice. Ah, ich muss hier auf jeden Fall noch Dritter werden. Sonst passt mir das hier gar nicht. Der wird jetzt so von der Bombe zerstört. Nice. Was trifft mich denn da, hä? Oh mein Gott. So, die schimmelt hier der Pflanze und dem Stern wegräumen. Die ganzen Franzosen. Jetzt mal gucken, ob wir irgendwie noch Zweiter werden. Okay, mit der Item-Kombo natürlich jetzt nicht. Oh mein Gott, warum hast du nach hinten, ne? Ja, Aaron. Ich glaube, das ist die Quitte. So, den Franzosen, den hole ich mir noch. Jetzt nochmal ein schöner Backspam. So, hier die Strat nehmen. Ich hab Double Shroom, was nicht so gut ist. Ich krieg nur Pilze. Nur Pilze, Mann! Jetzt bekomme ich ein Horn, ne? Ah, es war gut, dass ich da direkt gehornt hab. Ah, natürlich kommt jetzt nur eine Blue. Triff mich wenigstens hier auf der Plattform. Wenn ich jetzt einen Schwung krieg? Oder eine Bombe. Eine gezielte Bombe. Schade. Oh mein Gott, warum hat jeder Feuer? Was ist das? Oh mein Gott. Warum gehen die Reds nicht auf mich? Was? Ich bin eins. Let's go. Keine Ahnung, warum die Reds nicht auf mich gingen, aber ja, ich nehm's. Ah, ich hätte die nicht hier einsetzen sollen. Das war dumm. Oder es war doch schlau. Es war doch nicht so schlau. Oh mein Gott, warum liegen da Greens? Ah, klar. Oh, das war gar nicht mal so bad. Kommt diese Scheiß. Oh mein Gott, warum wird mir das geklaut? Das ist Abfuck. Wäre mir nicht geklaut worden, wäre es ein echt gutes Race geworden. Digga, 200 ist ja meine andere Abfuck. Oh mein Gott. Gut, hier sind wir aber in der Billstrat. Die Billstrat bringt uns sehr, sehr weit. Und dann können wir sich noch ein paar Spots gut machen. Digga, what? Oh, was ist das denn für ein Spammer? Digga, der Affe, der fuckt mich gerade anders ab. Gut, schon mal Stern auf 2. Ah, perfekt. Na, ich hoffe mal, dass ich ein Stöckchen kriege, die ich eh nicht bekomme. Ja, gut. Ja. Und ich bin direkt raus. Ja. Das war klar.
Ja, und natürlich hat er dann auch noch Feuer. Und er ist weg irgendwie. Digga, ich habe noch nie so viel Feuer in meinem Leben abgekriegt, ja. Oh mein Gott. Ja, oh Gott, die Grünen. Ja, perfekt. Der schockt natürlich nochmal zum Schluss. Also was da gerade eben noch alles passiert, ist echt unglaublich. Ich habe echt nochmal recht viele Punkte verloren, aber lass uns gleich mal selbst bei dem Punktestand gucken. Da will ich mal hoffen, dass es in der nächsten Folge besser läuft. Wir sehen uns dann. Haut rein.